Abend miteinander. Hallo zusammen. Hallo. Hallo miteinander. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu der Sendung des Monats März, hier am wunderbaren Ostermontag 2024. Mit mir, wie immer dabei, Fabian Hardorn und Sven Ivanić. Ja. Ja. Mein Name ist Gabriel Vetter und ich bin hier der Chef. Auf jeden Fall, es ist ja, wie man sieht, Ostern. Und alle suchen gerade Osternestchen im Garten. Und, wie wir gelesen haben, wird das in Zukunft ein bisschen schwieriger. Weil, zumindest in die fröhlichhafte Ostereuphorie, kommen nämlich die beiden Meldungen hier aus der Politik. Zuerst hat der Bundesrat invasive Pflanzen verboten. Und dann auch noch das. Der Kanton Solothurn verbietet Stein- und Schottergärten. Wow. Politik verbietet also Pflanzen. Politik verbietet Stein. Das ist ein sehr hartes neues Regime. Also. Oder wie man im Gartenbau auch sagt, Scharia Jardinière. Und ja, Kanton Solothurn, das ist ja gut und recht, aber wenn irgendein Kanton Schottergartenproblem hat, dann nicht Solothurn, sondern Glarus. Ja. Eben, das ist jetzt so ein typischer Fall von invasivem Schottergarten. Ja, ja, sozusagen Schottergarten mit Migrationshintergrund. Ah ja. Ja. Gut, das haben wir gerne. Die kleinen Bürgerinnen und Bürger wollen den Steingarten wegnehmen. Aber selber haben sie in Bern oben vor dem Bundeshaus einen riesigen Steingarten und Kopfverdeckel, dann bewässern sie ihn auch noch. Da wächst im Fall nichts, die Haarbasche. Egal. Wir reden jetzt also über den März. Und da war einiges los. Nicht nur Osterhäse. Oder Hase. Hase. Has, Hase. Nicht mit Häsli hat das Ein Hase, zwei Häse. Hases. Kümmel. Nein, es heisst ein Hase, zwei Hase, drei Hasen. So. Am 7. März ist Schweden ganz offiziell Mitglied worden in der NATO. Und am Tag darauf war Internationaler Tag der Frau. Schweden in der NATO und Frauenkampftag fast gleichzeitig. Das heisst, ich glaube, es wird ein bisschen brenzlig für den Putin. Ja. Kleiner Onkel Putin. Wobei, Bibi Langstrumpf ist ja eigentlich selber so ein wie eine verwöhnte Oligarchentochter im Kanton Zug. Wohnt allein in einer riesigen Villa. Geht nicht in die öffentliche Schule. Und sie hat die Haie Truhe voll mit Geld, das sie von ihrem Papi geschickt bekommen hat, der nie daheim ist, sondern als dubioser Geschäftsmann irgendwo in der Südsee sitzt und dort der eingeborenes Geld wegnimmt. Ja gut, wahrscheinlich schafft der Papa von der Bibi irgendwo für Nestle. Ja. Gut, im Frühling ist aber viel passiert. Darum da jetzt ein kleiner Überblick über den März. Zusammengefasst mit Herz von unserem Liechtensteiner Herzblatt-Moderator Moritz Schädler. Der März in der Schweiz ist so etwas wie der Übergangsmonat zu der Übergangskleidung. Entweder ist man zweimal angezogen, dann wird es kalt und dann schwitzt man oder hat einfach wieder Grippe. Für genau so heisse Köpfe hat Anfang Monat aus Jahr für die 13. AHV-Rente gesorgt. Quasi ein Zustupf für die Übergangsjacke auf dem Weg ins Jenseits. Jenseits ist auch die letzte Salbung vom Papst für die Ukraine, wo er gesagt hat, hey, häng doch einfach die weiße Fahne raus. Wahrscheinlich hat er selber eine Fahne gehabt. Ab sofort bitte weniger Weisswein während der Arbeitszeiten. Das Parlament im Liechtenstein entscheidet sich gegen Geburtenstation im Landesspital und sorgt dafür, dass man im Liechtenstein nicht nur nicht abtreiben darf, sondern auch nicht mehr auf die Welt gucken. Name unbekannt. Ja, Kinder, mit dem März kommt auch der Frühling und mit dem Frühling kommt auch Frühlingsgefühl. Noch selten hat die Eidgenossenschaft so viel Liebe und Gefühl sagen können. Also dort kannst du jetzt wirklich gar nichts sagen. Was ist mit den Typen los? Und trotzdem müssen wir uns jetzt vom Traumpaar Lara und Marco zumindest bis zum Start der nächsten Weltcup-Saison trennen. Was die zwei jetzt mit der ganzen Liebeskugel machen, ist unklar. Hey, Werni! Kugel! Ich brauch sie wieder! Pass auf! Ob die Schweiz ihre Schätze bald mit dem Ausland teilen muss, sind wir gerade am Herausfinden mit den neuen EU-Verhandlungen. Viola Amherd trifft Ursula von der Leyen und das Einzige, was die Zeitungen schreiben, ist, dass beide einen roten Blazer angehaben. Oh, crap. Rot ist ein Signalfarbe für Stopp! Aber auch die Farbe von der Liebe. So, liebes Publikum, und wer soll jetzt euer Herzblatt sein? Ist es die 13. AHV, die angenommen worden ist und die ganze Rechnung komplett durcheinander bringen wird? Clara und Marco mit ihren Liebeskugeln? Oder doch die zwei Frauen in diesen zwei roten Blazer? März heisst aber auch Frühlingssession. In Bern hat also das Schweizer Parlament tagt. Und es sind viele grosse Fragen diskutiert worden. Meine Lieblingsfrage, die das Parlament in Bern behandelt hat, war aber die da. Sollen Schnecken als Nutztiere anerkannt werden? Ich finde, endlich frag mal jemand.
Gut, müssen wir schauen, wie die Ständeratspräsidentin Eva Herzog reagiert hat, wo sie das Geschäft angekündigt hat. Wir kommen zu 21-64-67, Motion Storni, Schneckenzucht zur Landwirtschaft zählen. Oh Gott, here we go. Gut, jetzt wollen die Bauern auch noch Schnecken. Wichtig ist natürlich, dass Leute wie der Ständerat Etlin von der Mitte schon mal mögliche Befangenheiten ausschliessen. Ich muss sagen, ich habe überhaupt keine Interessenbindung und esse auch keine Schnecken. Gut zu wissen, aber ich komme nicht ganz daraus. Also als landwirtschaftliche Nutztier, also das heisst, man kann sich wie Kühe halten, oder was? Und stell dir vor, wenn sie im Frühling da die Schneckenkälber zum ersten Mal aus dem Stall dürfen, dann so übermütig rumtoben und rumkumpen. Oh nein. Gut, ich finde die Idee schon noch schön. So ein Schnecke als Hirtenschnecke, der dann die Kühe zusammentreibt und der bewacht dann auch noch gerade den Hof. Betreten auf eigene Gefahr. Oder, ah nein. Egal. Ich finde die Vorstellung schon sehr romantisch. Stell dir mal vor, das Leben in einer Bauernfamilie. Es ist früh am Morgen, die Sonne geht langsam auf, die Bäuerin backt gerade einen Zopf, die Kinder spielen am offenen Gülenloch, hinter dem Haus ersäuft Oma Katzenbabys und der Bauer ist aber schon seit dem 5 Uhr am Morgen im Schneckenstall am Schneckenmelken. Oder wie würden die Schnecken melken? Schon so an den Fühler, oder so? Ja, oder... Oh, sorry. Schneckenkäse. Egal. Und auch für den Tourismus wären Agrarschnecken doch ein Gewinn. Man stellt euch vor, so schön, ein Alpabzug mit Schnecken, der dauert etwa 16 Monate lang. Ja. Nur, der Ständerat hat nicht wollen, dass Schnecken als landwirtschaftliche Nutztiere anerkannt werden. Oh. Weil das würde Subventionsbegehrlichkeiten wecken. Und es stimmt wahrscheinlich schon, wie wir die Bauern kennen, oder? Wenn man kommt auf den Bauern Schnecken züchten, fängt es wahrscheinlich sofort an, so ganz seltene Schneckenrassen zu halten wegen der Subventionen. Zum Beispiel der schottische Hochlandschneck. Oh. Oh. Hätte ich gern. Oder bei der Baumschneider sehr beliebten Schwarznasenschneck. Auch gut. Das ist wirklich herzig. Ja, was die Schweiz im März auch bewegt hat, das Thema Einkaufstourismus. Der Bundesrat will die Zollfreigrenze von 300 auf 150 Franken halbieren. Ja, und die Verschärfung für Einkaufstouristen kommt beim Parlament anscheinend gut an. Ab 2025 soll man also nur noch Waren für maximal 150 Franken zollfrei dürfen einführen. Das geht am Bauernverband aber nicht weit genug. Der will nämlich, dass man nur noch für 50 Franken im Deutschen posten darf. Der Wirteverband Gastro Suisse dagegen findet 50 Franken doof und plädiert auf eine Zollfreigrenze von 100 Franken. Hä, aber wieso? Also wieso will der Wirteverband 100 Franken und nicht 50? Ja, Gastro Suisse sagt, 100 Franken sei eben der bessere Betrag. Weil, Zitat, diesen Betrag könne man sich einfacher merken. Toll, ein Betrag, den man sich besser merken kann. Typisch Wirteverband. Das kennen wir ja alle. Man ist im Restaurant und will seinen Kaffee und Gipfel zahlen. Das kostet ungefähr 7,85. Und dann sagt der Kellner, komm, machst 100. Das kann man sich einfach besser merken. Ja, das stimmt schon. Aber was sagen die Einkaufstouristen selber zu diesen Plänen von der Zollfreigrenze? Wir haben den Sven dort angeschickt, wo die billigen Milchprodukte wohnen. Nämlich auf Deutschland. Findige Schweizer kommen da an und nutzen ihre Kaufkraft für dubiose Praktiken. Aber nein, wir sind nicht in Phuket, sondern in Jestetten. Oder wie Einkaufstouristen sagen würden, in Jestetten. Doch wer sind die Leute, die nur für ein paar Euro extra ihr Heimatland verlassen? Und was halten sie von den Plänen von Schweizer Politikern, diese Praktik einzuschränken? Finden wir es raus. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Am heutigen Tag sowieso. Was haben Sie da alles gekauft? Geht's Ihnen wegen dem so gut? Hauptsache Gemüse. Ja. Und die Butter, die da viel billiger ist wieder bei uns. Wie sehr freuen Sie sich auf den Einkauf, der jetzt bevorsteht? Wahnsinnig. Die Schweizer Politik will ja, dass man nicht mehr so viel auf Deutschland einkaufen geht. Haben Sie ein Message an den Bundesrat? Die machen in Bern sowieso alles, was sie wollen. Und nicht mit uns? Aber mit uns Schweizer ja sicher schon. Aber wir sind ja so blöd und wählen die Trottel wieder. Wir haben noch viel da. Kommen Sie oft und führen das ganze Weg? Ja, natürlich. Ja. 600 Kilo Platz, oder? Also wenn man jetzt da ab 50 Franken schon die Mehrwertsteuer, also besser gesagt, die Mehrwertsteuer
Wie war das? Schon ab 50 Franken und nicht erst ab 300. Was halten Sie davon? Mir ist doch das gleich. Wenn ich eine Reise mache, dann heisst es auch nicht, ja, wieso gehst du denn nicht nur in der Schweiz in die Ferien oder nicht nur im Deutschen oder in Europa, sondern fliegst auch weit weg. Also, Sie gehen auch ins Ausland in die Ferien? Sicher. Also, es kann ja nicht sein, dass ein paar Jeans 50 km weiter weg von Zürich zwei Drittel vom Schweizer Preis kosten, zum Beispiel. Ich frage, wie teuer ist das Outfit, wie teuer ist Ihre Jeans? Die habe ich konkret aus den Staaten mitgenommen damals. Die hat dort, glaube ich, 39 Dollar gekostet. Ja. Also zuerst hier Einkaufstourismus und in Thailand dann Kulturtourismus. Dann tut man die Deutschen einkaufen, damit man den Flug wieder zahlen kann auf Thailand. Solange ich Geld habe im Sack, dann zahle ich mit Geld. Zum Beispiel am Weihnachtsmarkt, Winterthur. Da haben sie noch wieder mit Kärtchen. Ja, ja. Dann ich sage, was will ich an so einem Ort? Dann habe ich nichts mehr verloren. Ja, ja. Jesus hat auch kein Kärtchen gehabt, oder? Nein. Ich kaufe jetzt zum Beispiel lieber Milch in der Schweiz als im Deutschen. Schauen Sie so lange, bis Sie wieder da sind, ist schon wieder ein Joghurt geworden. Ja, wahrscheinlich. Andere Deutsche oder Leute, die hier wohnen, die das ein bisschen enger sehen, die dann nicht so Bock drauf haben, jeden Samstag vollgeparkte Parkplätze? Ja, das sind genau die, die dann in die Schweiz gehen zum Arbeiten. Ich komme auch noch einen Hut. Grüezi miteinander, kommen Sie weiter zu uns nach Deutschland zum Shoppen. Wenn ich mal eine Ausfahrt, wenn ich mir ja, komme, ist ein schöner Ausflug, immer am gleichen Ort, oder? Gehen wir auch noch auf den anderen Ort, dann können wir in einen Kaffee sitzen. Genau. Das ist noch ein guter Tipp. WC-Anlage könnten Sie machen in diesen Läden, weil es hat nämlich nichts. Und das ist jetzt mein grosses Problem. Jetzt habe ich nämlich da hinten gerade in die Dinge geschifft. Vor dem Laden. Gekommen sind wir wegen Einkaufstourismus. Gefunden aber haben wir ein Stückchen Paradies. Ich verbringe meine Ferien ab jetzt nur noch in Jestetten. Danke, Deutschland. Ja. Gut. In der Frühlingssession ist aber nicht nur über Schnecken und Mehrwertsteuer diskutiert worden, sondern auch um Gesundheit. Zum Beispiel über den Nutri-Score. Das ist da die kleinfarbige Ampel, die auf Lebensmittel anzeigt, wie gesund die öppe sind. Und der Alois Huber, SVP-Nationalrat aus dem Aargau und selber Bauer, ist nicht ganz einverstanden gewesen mit dem, was der Nutri-Score amix aussagt. Weil auf dem Nutri-Score würde zum Beispiel Coca-Cola Zero hellgrün, also gut bewertet, und Schweizer Äpfelsaft nur orange. Wenn Coca Zero besser ist als Süßmos, dann muss ich Ihnen sagen, dann ja, dann trinken Sie es halt und sterben daran. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Gut. Ehrlich gesagt, ich kann ihn natürlich verstehen, oder? Bei so einem Coca Zero weiss man ja gar nicht, was da alles drin ist an Gift. Aber beim Schweizer Äpfel weiss man dafür ganz genau, was drin ist. Genau, die feinen, guten, alten Pestizide. Ja, richtig. Aber es ist nicht nur über Cola Zero diskutiert worden, sondern auch um die andere Hälfte vom Schweizer KV-Lehrlings zu morgen, nämlich um Zigis. So, beziehungsweise über das Verbot von Tabakwerbungen. Wir erinnern uns, oder die meisten erinnern sich wahrscheinlich nicht, vor zwei Jahren haben wir über das Verbot von Tabakwerbungen abgestimmt. Die Initiative ist damals deutlich angenommen worden und die verlangt, Zitat, der Bund verbietet namentlich jede Art von Werbung für Tabakprodukte, die Kinder und Jugendliche erreicht. So. Und jetzt ist es so, das Parlament müsste die Initiative also umsetzen. Aber sie will nicht so richtig. Nur warum nicht? Man streitet sich darum, wo genau die Tabakwerbung verboten sein soll. Der Andreas Glarner zum Beispiel hat spannende Argumente, warum Tabakwerbung zum Beispiel in Zeitungen weiterhin erlaubt bleiben soll. Da. Selbstverständlich soll in der Bravo keine Tabakwerbung erscheinen. Das wollen auch wir nicht. Aber in der Wirtschaftspresse, in der Bilanz, in der NZZ müsste das doch möglich sein. Ich kenne keine Minderjährigen, die tatsächlich die Bilanz oder die NZZ lesen. Wir wären froh, wenn sie schon lesen könnten. Ja gut, der Herr Glarner kennt von Gabriel seinen 5-jährigen Neffen aus Halau anscheinend nicht. Ja. Gut, fairerweise muss man sagen, mein Neffe hat die NZZ auch nur abonniert, um damit seine Stümpen anzuzünden. Aber okay. Auch diskutiert worden ist, ob man soll mobile TabakwerbeverkäuferInnen verbieten soll. Also, die kennen alle, das sind so die Leute, die mit einem Bauchladen im Auftrag von z.B. Parisienne oder so in die Beiz kommen und einem Zigis verkaufen.
Einer, der findet, dass das eben nicht verboten werden soll, ist zum Beispiel der Gregor Rutz. Hey ja, ich finde, gerade bei so einer überhitzten Diskussion ist es wirklich wichtig, dass jemand einschreitet, der einen kühlen Kopf bewahrt, wie der Gregor Rutz. Selbstverständlich helfe ich dir, Martin. Jetzt müssen wir mal aufhören und aufräumen mit dieser unnötigen Bürokratie. Der Gregor Chainsaw Massacre Rutz hat auch dafür gesorgt, dass es im Gesetzesartikel eine Ausnahme gibt für Zigarren und Zigarillos, die sogenannte Lex Cigarillo. Und die heisst wirklich so. Edward, die heisst Lex Cigarillo. Also sorry, das klingt für mich nicht nach einem Gesetz, sondern mehr nach einem Fantasy-Namen von so einem durchgetreiten mexikanischen Wrestler. Weißt? So einen crazy Gringo mit einer Kettensäge in der Hand. Also einfach der Gregor Rutz. Ja, so. Lex Cigarillo ist ein bisschen loco in der Coco. Hey! Egal. Der Gregor Cigarillo Rutz hat aber gute Argumente. So. Das Beste, um das Alter zu kontrollieren, ist eigentlich der direkte Kontakt. Genau dort kann man ja sicherstellen, dass man eben Minderjährige weglässt. Ja, gut, wenn er recht hat, hat er recht. Das Beste zum Kind von Zigaretten fernhalten ist immer noch der direkte Kontakt von Kind mit Zigarettenverkäufern. Also wirklich. Warum sind denn gerade die Bürgerlichen so vehement gegen das Tabakwerbeverbot? Sie sagen doch sonst immer, dass der Volkswille durchgesetzt werden muss. Ja, das ist eine gute Frage. Da hat sich die Journalistin von SRF gefragt. Und sie hat da eine Vermutung. SVP und FDP haben für den Wahlkampf je 35'000 Franken bekommen von Philip Morris. Haben sie darum heute so tabakfreundlich abgestimmt? Ich weiss nicht, was meine Partei für Spenden überkommt. Das wäre mir neu. Ich weiss auch nicht, woher sie das wissen wollen. Da braucht, glaube ich, jemand eine Ziggy. Was? Geld? Noch nie gehört. Ich weiss gar nicht, was Geld ist. Und ich weiss auch gar nicht, wer der Philip Morris ist. Ich kenne nur den Philip Maloney. Aber jetzt noch mal der Gregor Chainsaw Rutz im O-Ton. Aber etwas kann ich Ihnen sagen. Ich werde das Wochenende ganz sicher eine Zigarre rauchen, weil ich es gerne habe und weil ich finde, das trägt zur Entspannung bei. Und das ist eben auch wichtig für die Gesundheit. Ja. Jetzt gehe ich eins räucheln, weil das ist auch gesund. So. So redet garantiert niemand, der von der Tabaklobby Geld bekommen hat. Nein, aber schön hat er jetzt auch noch eine Werbung machen für Tabak im Fernsehen. Ja gut, es ist ja SRF und darum macht das wirklich nichts. Weil hey, wenn es ein Medium gibt, das die Jungen garantiert nicht erreicht, dann ist es SRF. Ja. Ich glaube sogar, dass wir beim SRF müssten die Verantwortung noch viel ernster nehmen in der Tabakprävention. Stellt euch vor, alle Ziggy-Päckchen hätten so abschreckende Warnfotos drauf. Aber nicht von Missbildungen oder von Karzinom. Sondern von, keine Ahnung, Moderatoren vom Donnerstagsjass. Ah, ui. Gut. Nochmal, was hat euch sonst noch so gefallen am März, Sven? Ja, zum Beispiel Deutschland hat ein neues Fußball-Liebli präsentiert und es ist pink. Oh ja, und ihr könnt euch vorstellen, das ganze Land ist ausgerastet. Gut, ich kann mir einfach vorstellen, wenn Schwabe jetzt wieder im Viertelfinale rausgefallen ist, dann sicher an einem pinkigen Liebli gelegen, oder? Ganz sicher. Aber hey, nur kurz darauf aber der nächste Aufreger. Die deutsche Nationalmannschaft wechselt den Ausrüster. Nach über 77 Jahren Adidas wechselt der DFB zu einem amerikanischen Ausrüster, zu Nike. Nike. Also Nike, die schöne Siegesgöttin, heisst Nike, der hässliche Verlierer-Turnschuhe Nike. Nike. Heisst ja auch Steig. Ja, eben. Ja, ich sage hässlich. Egal. Ja, auf jeden Fall hat der Wechsel teils zu absurden Reaktionen geführt. Der deutsche Gesundheitsminister zum Beispiel hat unter anderem tweetet: Es werde ein Stück Heimat vernichtet. Wow, okay. Es ist, als ob Deutschland seine Seele verkauft. Ja. Was ist da los? Also wirklich, Deutschland im Pink. Und dann auch noch beim Amerikaner, also für das ist der Bruno Ganz nicht im Bunker gestorben. Nein, 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 nein! Gut, der Deutsche Fußballbund ist also ab 2027 wieder unter amerikanischem Protektorat. So, wahrscheinlich wird Deutschland dann wieder in 4 Besatzungszonen aufgeteilt, wie nach dem Weltkrieg. Da, der Westen wird von Le Coq Sportif kontrolliert, Nike übernimmt den amerikanischen Sektor, der Norden geht an Umbro aus Großbritannien. Und der sowjetische Sektor wird übernommen von der Thermowäsche-Eigenmarke von Bergsport Bächli. So! Das ist das schlimmste Schicksal. Nein, wahrscheinlich hat der Grund, warum der DFB von Adidas zu Nike gewechselt hat, mit dem da zu tun. Bayern verbietet Gendersprache an Schulen und Behörden. Und Adidas ist ja ein bayerisches Unternehmen. Und die dürfen darum in Zukunft gar nicht mehr ein deutsches Liebli produzieren. Weil auf diesem Liebli hat es nicht nur einen Genderstern, sondern gerade 4 davon. Okay, jetzt aber genug Fußball. Was ich spannend gefunden habe im März, ist die Schlagzeile.
Die Schweiz ist bei den Einbürgerungen wählerischer geworden. Einbürgerung in der Schweiz haben seit der Erneuerung des Einbürgerungsgesetzes 2018 eine klare Tendenz. Und zwar werden seitdem vor allem eher vermögende Menschen aus Nachbarstaaten einbürgert. Das heisst, Ostern hin oder her. Der Jesus hat es recht schwer beim Einbürgerungsprozess. Ja, gut, seien wir mal ehrlich, der Jesus kommt den Schweizer Pass sicher nicht über. Weil ich meine, schau mal die Körperhaltung. Oh ja. Nein, also das ist überhaupt nicht zuwachkonform. Da macht die IV schon prophylaktische Meldungen an die Behörden. Also vergiss es. Ja gut, mit so einem kaputten Rücken kannst du vielleicht Messias werden, aber sicher kein Schweizer Bürger. Nein, klar ist, Schweizer werden kann nicht einfach jeder. Auch nicht an Ostern. Ja, willkommen, Herr Esterhazy, zu einem Einbürgerungsgespräch für Schweizer Bürgerrecht. Herr Esterhazy, ist das ein ungarischer Name? Osterhazy. Nicht Esterhazy. Osterhazy. Also, ich habe gar nicht gewusst, dass der Osterhaus kein Schweizer ist. Ah nein, in meiner Branche hat fast niemand den Schweizer Pass. Ist wahr? Samichlaus auch nicht? Samichlaus? Nein, kein Schweizer Pass. Also, der hat es zwar im Thurgau mal probiert, aber mit dem Vorstrafenregister kannst du vergessen. So, fangen wir doch gerade mal an. Haben Sie die Unterlagen dabei, die wir brauchen? Ja. Geburtsurkunde, Impfausweis, Bibliothekskärtchen, ein Döseli Aromat, ein Apfel, eine Blockflöte, eine Zähne von Mani Matto, nochmal ein Apfel und 200'000 italienische Lire in bar. Okay, ja. Und der Herdöpfelsalat? Hier im Tupperware, frisch von heute Morgen. Sehr gut. Jetzt bringt uns gerade zu der ersten Einbürgerungsfrage. Herdöpfelsalat mit Mayonnaise oder mit Bouillon? Ganz klar, Bouillon. Immer nur Bouillon. Zwiebeln dazu, ein bisschen Schnittlauch und ganz wichtig, Gürkli. Aber gerne die kleinen. Chapeau, Herr Esterhazy. Osterhazy. Aber kein Detail, wie wir in der Schweiz sagen. Pardon? Kein Detail. Kein was? Kennen Sie nicht? Kein Detail. Fast eine Familie, SRF, der Flip. Mit dem lustigen T-Shirt. Kein Detail. Nächste Frage. Welcher Tag ist in der gesamten Schweiz traditionell arbeitsfrei? 1. August, 1. Mai oder Ostersonntag? Also ich arbeite immer an Ostern. Sie arbeiten an Ostern? Ja. Ah, aha. Ja, okay. Macht Sinn. Welches ist Schweizer Nationaltier? Der Globi. Schweizer Nationalwurst? Der Globi-Wurst. Wie heisst der Guy Parmelin? Gilbert Gress. Guy. Guy Eury. Ruth Metzler. Adolf Hoggi. Fast. Guy Parmelin. Ah, shit. Wie bitte? Entschuldigung, also ich wollte sagen... Kopfdeckel. Gottfried Stutz. Gottfried Stüdeli. So ist richtig. Coop oder Migros? Weder noch, wir gehen ins Deutsche posten. Richtig, und wenn wir ins Deutsche posten, wie viel Mehrwertsteuer gibt es auf veganes Schweinehack? Es gibt gar kein veganes Schweinehack, es gibt noch veganes Rindsack. Richtig. Wer hat die Schweizer gefunden? Roger Dawinski. Weil es ist der beste Dinosaurier. Tyrannosaurus. Mäh. Brontosaurus. Mäh. Tigosaurus. Mäh. Racletosaurus. Gottfried Stüdeli nochmal. So, und jetzt kommen wir zu der Bonusrunde mit den drei schnellen Fragen. Wenn Sie die richtig beantworten, kommen Sie ins nächste Level. Sind Sie parat? Parat. Streicht man in der Schweiz Butter von oben weg oder schneidet man sie seitlich ab? Seitlich? Falsch, man schneidet keine Butter, sondern Anker. Nächste Frage, bekannteste Ausspruch von Beat Breu? Ja. Richtig, beste Schweizer Film? Hadi Läppli. Wie heisst die Hauptstadt von Chiasso? Uruguay. Trinken Sie Alkohol? Nimm gerne ein Tröpfchen. Was haben Sie für Ihre? Postleitzahl von Ebike? Viertel von 12. 600 Rösti, das ist... Der Göhle fährt auf dem Töffli 50 km pro Stunde. Der Traufer hat einen Zeppelin und fährt mit 120. Welches ist der schlechteste Fußballverein von der Romandie? Zusatzzahl? 92,5. Richtig, ich gratuliere Ihnen. Sie haben den Test bestanden. Heißt das, Sie kommen jetzt den Schweizer Pass über? Nein. Einbürgern kann man niemanden, was es nicht wirklich gibt. Und dass es den Osterhasen nicht gibt, das weiss ich, seit ich 17 bin. Tut mir leid, Herr Esterhazy. Osterhazy? Kein Detail. Ja, in dem Sinn, frohe Weihnachten. Und jetzt zu der Region News mit Fabienne und Sven. Zürich. Kräftige Helfer schieben gestrandetes Tram vom Limmatplatz weg. Am Limmatplatz haben freiwillige Helfer spontan geholfen, ein Tram von der Linie 4 von der Kreuzung wegzuschieben. Bravo. Das ist auch der erste dokumentierte Fall von Leuten im Zürcher Ausgang, die nicht eine Linie ziehen, sondern schieben. Leukerbad. Der Thermalbadstreit in Leukerbad eskaliert. Aber keine Angst, zur Beruhigung der Lage sind bereits Spa-Massnahmen angeordnet worden. Spa. Wien. SozialwissenschaftlerInnen haben herausgefunden, traurige Menschen handeln eher moralisch als gut gelaunte Menschen. Das heisst also, wir sollten Menschen trauriger machen. Aber
Das wäre unmoralisch. Ganz traurig. Ja. Liestl, Kapo Basel Landschaft sucht nach diesem Sockenräuber. Der Räuber hat keine Schuhe angehabt, sondern nur weisse Socken. Das heisst, man hört ihn zwar nicht kommen, aber man weiss wenigstens, aus welchem Kanton er ist. Läufelfinger, Jassteppich auf der Fritteuse. Das ist nicht der neueste Après-Ski-Schlager, sondern der Hygienestandard in einem Restaurant in Läufelfinger. Dementsprechend hat es auch schlechte Bewertungen gegeben. Von dem her da zum Beispiel gibt es Läufelfinger! Ganz gemäss nach der Jass-Regel geht in dem Restaurant das Essen zuerst oben runter und dann unten rauf. Ja. Danke, Fabienne und Sven. Merci mal. 12 Punkte. So, und jetzt ganz am Schluss kommen wir aber noch zu einem wirklich juicy und interessanten Thema, nämlich zu der Revision vom eidgenössischen Zollgesetz. So, wow. Totalrevision des Zollgesetzes nimmt im Nationalrat erste Hürde. Ja, ich weiss, das Thema ist ein bisschen trocken, oder? Also, oder sehr trocken. Fast so trocken wie Bindenfleisch. Ja. Ja, ich weiss, es ist lustig. Und lustigerweise geht es genau um so Fleisch auch bei dieser Zollgesetzrevision. Oder wie man es im Parlament auch nennt, das Monsterzollgesetz. So, und wir haben es hier, ein Monsterzollgesetz. 490 Seiten lang ist das Teil. 490 Seiten, das sind umgerechnet in Fußballfelder, sind das 490 Fußballfelder! Der Nationalrat hat in der Frühlingssession also über die Revision des Zollgesetzes debattiert. Und der Markus Ritter, der Präsident des Bauernverbandes, hat gesagt, das Gesetz sei so umfassend und so kompliziert, das kann überhaupt niemand richtig verstehen. Auch die Journalisten nicht. Sei aber gar nicht so schlimm. Und ich entschuldige hier auch den Journalisten, weil es nicht möglich ist, ein solches Gesetz am Mittwoch, am Dienstag zu verstehen und am Mittwoch darüber zu berichten. Wir hatten 2 Jahre Zeit und verstehen es immer noch nicht. Ja, also sogar das Parlament kommt nicht raus. Challenge accepted. Ich habe darum die ganze Gesetzesrevision durchgelesen und dann auch noch die mehrstündige Debatte aus dem Nationalrat nachgeschaut. Ich habe sozusagen sowohl das Buch gelesen als auch die Verfilmung gesehen. Yeah! Respekt. Unser Mann in Bern. Und? Ganz ehrlich, ich komme immer noch nicht raus. Also wirklich, es ist so viel drin. Also Personenkontrolle, DNA-Erfassung, Mehrwertsteuerregelungen, Import, Export, Bewaffnung von Zollangestellten, Butterzölle. Ja gut, es ist etwa so, wie wenn man die Jass-Regeln auf 500 Seiten ausgearbeitet hätte. Hure kompliziert, niemand kommt raus, alle werden hässig und am Schluss können eh die Bauern. Ja, richtig. Zum Beispiel wie Markus Ritter. Er, der gesagt hat, wir verstehen es immer noch nicht, hat es aber trotzdem geschafft, ein kleines Detail in die Revision einzubauen. Oder besser gesagt, 200 Millionen kleine Details. Da. Markus Ritter will Parlament 200 Millionen Antrag unterjubeln. Jetzt, um was geht's? Geht's da um neue Subventionen? Naja, also. Beim Import von unverarbeiteten Lebensmitteln, wie z.B. Butter, Fleisch oder Milchpulver, führt der Bund Versteigerungen von Kontingenten durch. Das heisst, Lebensmittelproduzenten kaufen die zollvergünstigten Kontingente und machen aus denen den Rohstoff, dann Produkt. Wie z.B. Schmelzkäse oder eben Bindenfleisch. Genau. Der Erlös von diesen Versteigerungen ist bis jetzt direkt in die Bundeskasse geflossen. Sozusagen ins Budget der Schweiz. Und das sind allein beim Fleischkontingent mehr als 200 Millionen Franken pro Jahr. 200 Millionen Franken? Das ist ja umgerechnet in Fußballfelder. 200 Millionen Fußballfelder, richtig. Aber dank dem kleinen geänderten Detail, dem neuen Artikel 6 vom Ritter, müssten die Gelder zurückgestellt werden und, wenn die Produkte wieder exportiert werden, an den Lebensmittelproduzenten zurückerstattet. Moment. Das heisst, sie ersteigern sich das Recht, billig zu importieren, was den Schweizer Bauern schaden könnte, um es dann veredeln und teuer exportieren, was den Schweizer Bauern schaden könnte. Also, und zur Belohnung kommen jetzt auch noch das Geld zurück, worauf die Bundesfinanzen kleiner werden, was wiederum den Schweizer Bauern schaden könnte. Oder anders gefragt, könnte das den Schweizer Bauern schaden? Ja, wirklich. Also wir müssen einfach sagen, verstehen es immer noch nicht. Ja. Ja, darum sind die Bauern wahrscheinlich auch am Protestieren mit ihren Riesenklepp. Mhm. Wobei genau das zur Kritik führt. Traktoren sagen zu gross. Ja, Schweizer Bauern protestieren mit Luxustraktoren. Gut, Luxustraktoren, so ein Maisfeld kannst du halt einfach sehr schlecht mit dem Cargo-Velo fliegen. Aber
Vielleicht mit einem Landwirtschaftsschneck. Ja, naja. Aber es sieht schon geil aus, wenn die Bauern demonstrieren. Mhm. Gerade letzte Woche Bauernprotest in Kirchberg. Schaut mal. Juste Rebenlichtli umzugeben, oder? Echt? Das sieht für mich eher aus wie die Walpurgisnacht der Landmaschinenmechaniker. Ja, gut. Auf jeden Fall, um die Bauern geht es eigentlich gar nicht. Die ganze Kontingent ersteigert ja schließlich nicht Priska und René vom Bauernhof nebendran, sondern die grossen Lebensmittelproduzenten. Bell, Aldi, Migarna oder im Fall von Butter, B.O. Butter. B.O. Butter? Noch nie gehört. Ja, ich auch nicht. Und dann geht es ja wie vielen anderen auch, weil B.O. Butter kennt fast niemand. B.O. Butter nennt sich selber offiziell folgendermaßen: Obacht! Selbsthilfeorganisation der Butterwirtschaft und der Milchproduzenten. Selbsthilfeorganisation der Milchproduzenten. Tönt ein bisschen wie der Laktosenfußbus für geschlagene Butter. Ja. Würde euch bestimmen, weil der Markus Ritter ist ja auch so eine Art Pfarrer Sieber für die Lebensmittelindustrie, oder? Gut, aber nein. Die interessante Frage ist doch, um wie viel Geld geht es eigentlich? Wie viel wird das kleine Detail im Bundeshaushalt und damit der Schweiz am Ende kosten? Das Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit, Batzk, schreibt auf Anfrage: Die Frage kann zurzeit nicht abschließend beantwortet werden. Man weiß es also nicht. Niemand weiß es. Der Gesetzesartikel ist auf jeden Fall aber durch den Nationalrat schon durch. Und zwar ein Gesetz, das wahrscheinlich WTO-Recht verletzt, das fast niemand gelesen hat, das niemand verstanden hat und wo niemand weiß, was es den Steuerzahler wird kosten. Und wenn Sie jetzt finden, verstehen es immer noch nicht. Ja, dann sind Sie nicht allein. Aber eins wissen wir wenigstens jetzt. Damit man so einen Gesetzesartikel durchs Parlament bringt, ist es vielleicht damals gar nicht so schlecht, wenn gar niemand geschnallt hat, um was es eigentlich geht. Gut, ich glaube, da hilft am Schluss eigentlich nur noch eins. Vorausgehen. In die Natur. Wobei, sind wir doch mal ehrlich, man ist als Mensch auch so ein bisschen verloren in dieser Natur, gerade im Frühling. Überall Schwäne und Pollen und Bäume und Lawinen, die nerven. Darum ist unsere Aussenreporterin Julia Kubik raus und hat versucht, die Natur ein bisschen einzufangen. Und hat sich die Natur auch von einer Naturflüstererin, so erklären lassen. Bei der Hundsverlocherte des Monats März. Herzlich willkommen zu der Hundsverlocherte des Monats März. Heute zum Thema Natur. Wir sind hier in den Merian-Gärten in Basel und wir schauen uns den Anfang des Frühlings an. Frühling ist eine extreme Jahreszeit. Die Pflanzen kriegen Knospen, Tiere kriegen Junge, es gibt wieder Bärlauchpesto und ich kann endlich wieder Heuschnupfenmedikament nehmen. Neben mir sitzt Nicole Egloff. Sie ist freie Journalistin, hat lange bei Pro Spezia Rara gearbeitet und ist leidenschaftliche Gärtnerin. Hallo Nicole. Sorry, Julia. Findest du, dass Menschen ein so etwas sind wie von der Natur gehaltene Haustiere? Es wären komische HalterInnen, die würden quasi die Haustiere so viel Macht übernehmen, wie wir ja haben über das Ganze. Interessiert ihr euch für Jazz? Hast du auch für die Pistenverlängerung am Flughafen Zürich abgestimmt? Und habt ihr Hobbys? Also die Natur müsste uns mal ein bisschen an die kürzere Leine nehmen. So. Ja, wenn jetzt die Natur 2.0 irgendwie würde kommen, wenn wir das nochmal von vorne anfangen können, würde ich glaube, der Natur schon empfehlen, uns an die kürzere Leine zu nehmen. Natur 2.0. Jetzt mit noch mehr Features. Die Natur ist ja an sich schön und gut, aber sie macht auch die ganze Zeit eine riesen Sauerei. Ständig kreit irgendetwas auf den Boden und saut umeinander. Darum ist es gut, so wie da, wenn man ab und zu ein Gefäß schafft, wo sich die Natur ordentlich drin aufhalten kann. Ab wie vielen Bäumen ist es eigentlich ein Wald? 3. Bei Brennnesseln gibt es 2 Tricks, wie man es machen kann, ohne dass man gestochen wird. Das eine ist, man langt sie extrem schnell an und das andere ist, man muss mit den Händen in die Richtung der Stacheln. Au. Die Natur nimmt schon wahnsinnig viel Raum ein. Also so Wetter, Schnee, Hagel, Sonne, Pollen, Wiese. Ich meine, könnte man nicht einfach mal finden, hey Natur, du bist nicht allein auf der Welt. Am schönsten ist die Natur aus einer gewissen, sicheren Distanz. Da
Davos von der «Hundverlachten Natur» in den Meriangärten in Basel. Und damit zurück ins Studio. So. Und da ist jetzt auch unsere mobile Zigaretten-Stewardess zugestiegen. Philipp Moritz. Und darum zeigen wir uns jetzt alle uns ein Zigarettchen an, weil das wäre es schon von uns. Wir sehen uns in den nächsten Monaten wieder. Frohe Restostern und nicht vergessen, rauchen Sie mal wieder eins und essen Sie drei Pfund im Pappbutter, weil das ist gut für die Gesundheit. Und denken Sie mal dran, auf alten Hesen lernt man kochen. In dem Sinn, frohe Ostern.